Nach dem Seilbahnunglück mit 14 Todesopfer am Sonntag am Lago Maggiore mehren sich die Hilfsangebote für den einzigen Überlebenden, einen 5-jährigen Buben, der seine Eltern, Urgroßeltern und einen 2-jährigen Bruder verloren hat. Marcella Severino, Bürgermeisterin des Urlaubsortes Stresa, vor dem die Seilbahn abgefahren ist, berichtet, dass Familien den Buben adoptieren wollen. Außerdem wurde eine Spendensammlung für das Kind gestartet. Ich wurde von 3 Familien angerufen, die sich zur Adoption des Kindes bereit erklärt haben. Es gibt Gesten, die uns zu verstehen geben, dass es noch viel Menschen auf dieser Welt gibt. Zum Glück hat der Bub eine Tante und eine Familie, die ihn unterstützen und ihm helfen, diesen Schmerz zu überwinden, sagt die Bürgermeisterin nach Medienangaben. Das Kind, das mit mehreren Frakturen in einem Turiner Krankenhaus liegt, sei aus dem künstlichen Koma erwacht und habe mit seiner Tante gesprochen. Hunderte Menschen beteiligen sich am Sonntag in Aviel, einer Gemeinde unweit von Zikron Yaakov, im Norden Israels, an der Trauerzeremonie für das Ehepaar und ihren Sohn. Beim Unglück sind auch die Großeltern mütterlicher Seite gestorben, die seit einigen Jahren in der lombardischen Stadt Pavia gelebt haben, wo am Freitag ein Trauertag geplant ist. An der Zeremonie in Israel beteiligt sich auch der italienische Botschafter in Israel, Gianluigi Benetti. Er hat die Beerdigung als bewegend bezeichnet. Das tödliche Seilbahnunglück am Lago Maggiore ist offenbar durch die absichtliche Abschaltung eines Sicherheitssystems verursacht worden. Der Besitzer der Seilbahnbetreiberfirma, der Direktor und der Einsatzleiter sind am Mittwoch festgenommen worden. Die Bremsvorrichtung ist Medienberichten zufolge bereits seit dem 26. April, dem Tag der Wiederaufnahme des Seilbahnbetriebs, wegen eines technischen Problems außer Betrieb. Bei dem Unglück sind Familien, junge Paare und 2 Kinder gestorben.